Schönen guten Tag. Ihre Gesundheit hängt von Ihrem Immunsystem ab. Haben Sie sich schon Gedanken darüber gemacht? Mein Name ist Nelson Nussiat. Ich bin Neurowissenschaftler und habe auch einen postgradualen Kurs über die Ernährung in der Prävention und Behandlung von Erkrankungen. Anders formuliert, Ernährungsmedizin. Die Frage lautet: Welche Lebensmittel tragen täglich dazu bei, dass das Immunsystem schwächelt? Dass wir täglich einfach chronische subklinische Entzündungen haben und das Immunsystem wird überlastet, einfach in diesem Kampf und diesem Krieg gegen diese Entzündungen, so dass das Immunsystem schwächelt und nicht mehr in der Lage ist, die mutierten Zellen in unserem Körper zu bekämpfen. Auf der anderen Seite, welche Lebensmittel tragen täglich auch dazu bei, dass diese chronische subklinische Entzündungen bekämpft werden, damit das Immunsystem nicht mehr überlastet wird und damit das Immunsystem jetzt alle Zeit der Welt hat, sich mit diesen mutierten Zellen zu bekämpfen? In welchem Milieu wachsen die Krebszellen schneller? Brauchen wir mehr Sauerstoff? Brauchen wir weniger? Sollte der Körper alkalisch sein oder übersäuert werden? Welche Faktoren tragen dazu bei? Gibt es auch psychologische Grundlagen, also Voraussetzungen, die auch, sagen wir, die Entstehung von Krebszellen und das Wachstum der Krebszellen beschleunigen? In diesem Kurs werden wir alle diese Themen beleuchten und ich bin mir sicher, nach dem Kurs werden Sie sich die Frage stellen, welche Lebensmittel sollten Sie vermeiden, welche Situationen sollten Sie vermeiden oder welche Lebensmittel sollen Sie bevorzugen. Ich würde mich sehr freuen, Sie in dem Präsenzkurs begrüßen zu dürfen. Bis dahin bleiben Sie gesund.